Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Monster Hunter. Wir machen diesmal weiter mit meinem neuen Charakter, also neuen, alten, whatever. Ich habe mich kurz gerade noch ein bisschen umgeschaut. Es gibt echt viele Waffen, auf die ich echt noch Lust hätte, die zu bauen. Wir essen jetzt erstmal. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, welche Quest ich mache. Aber bei der einen Quest haben wir kein Element als Gegner und bei der anderen haben wir Feuer als Gegner. So. Genau. Ich kann euch ja schon mal einweihen. Also die Quests, zwischen denen ich mich nicht entscheiden kann. Nein, mit dir will ich gar nicht reden. Komm hier. Sind der schwarze Diablo. Was ist eigentlich hier die dringende Quest? Ach so, ja. Ja, ja, ach so, ja, klar. Okay. Hä, aber die habe ich doch gemacht. Warte mal. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach Spoilern, wenn ich jetzt da irgendwie noch weiter rumbohre. Egal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das hier. Da. Das wäre die eine Quest. Ein schwarzer Diablos. Der ist halt einfach noch ein bisschen härter als der normale Diablos. Oder Himmel und Erde. Oder halt der Azur Rathalos. Alleine. Das wäre auch eine Idee. Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir machen zur Gewöhnung. Ich, wie gesagt, immer noch nicht so ganz wieder richtig fit bin. Machen wir einfach mal den Azur Rathalos. Den müsste man, glaube ich, eh machen, bevor man diese Doppelquest machen kann mit dem Rosa Rathian zusammen. Bin mir nicht sicher. Aber ja, ist süß, oder? Der Junge ist blau und das Mädchen ist rosa. Hübsch. Total. Begeistert. Das freut mich richtig. So, Chacha. Wo ist er denn? In der 8 ist er. Gehen wir in die 8. Mal gucken, ob er auch da bleibt oder ob er gleich rübergeflattert kommt. Werden wir ja sehen. Ja, genau, das ist dann halt eine Unterart vom Rathalos. Und die ist ziemlich nice. Also die sieht wirklich echt gut aus. Also ich meine, das konnte man jetzt vom rosa Rathian jetzt ja nicht unbedingt sagen, aber gut. Er war halt rosa. Er sah einfach so rosa aus, so kitschig. Aber wem das gefällt, für den sieht er halt auch wahrscheinlich gut aus. Ja, und der Azur Rathalos, da ist er auch schon. Ja, und jetzt haut er auch schon ab. Also ja, genau. Seine Schuppen und Panzerung und so ist halt so Azurblau. Und seine Flügel sind eher so ein bisschen grünlich. Das ist auch übrigens das Flaggschiff-Monster, also was auf dem Cover von dem Spiel zu sehen ist. Und deswegen müssen wir das natürlich auch mal bekämpfen. So, der fliegt jetzt in die 5, also wir ab hinterher. Yay. Und rums. So, da wird er landen. Ich überlege, ob ich ihn farbmarkiere. Ja, komm. Zack. Das hat ihm gar nicht gefallen. Und Schleim daneben. Oh, und er hat lila Augen anscheinend. Sachen gibt's. Ja, ich habe den selber noch nicht so oft bekämpft. Autsch. Wow. Und der kann halt wieder. Wie der Rathalos hat er das Moveset und wie der Pink Rathian macht er halt auch quasi die abgewandelten Bewegungen. Ja, wie jede Unterart, aber er macht halt ein bisschen mehr Looping-Quatsch und sowas. So wie ich das einschätzen kann. Und der macht halt dementsprechend auch mehr Schaden. Muss man dazu sagen. Aber das Gute ist halt, wir haben hier eine Rathalos-Rüstung. Ist ja schon mal nicht ganz verkehrt. Und wir haben gerade schon irgendwas zerlegt. Wahrscheinlich mit einer Explosion oder so, ich weiß es nicht. Man sieht diese kleinen Explosionen nicht immer so gut. Aber ja, der linke Flügel ist kaputt. So, hinterher. Also ich meine die Explosion von dem Schleim halt. Ich liebe das Schleimelement. Das ist halt so einfach super. Gerade wenn man, gut, das Monster hier ist halt echt gegen Blitz, also Donner-Elementar sehr empfindlich. Aber gerade wenn man so, und da ist der Koch kaputt, Leute. Ey, das geht hier fix. Hopp, und ausgewichen. Zack. Ja, gerade wenn ihr Monster habt, die gegen kein Element so richtig wirklich empfindlich sind, dann habt ihr sowas mit Schleim und das ist dann halt einfach voll praktisch.
Ja, ich stehe gerade hier einfach und schlitz irgendwie in der Gegend rum, weil ich nicht so viel sehen konnte. Was macht er jetzt? Ach, Rundflug. Nimm mich mit. Ich will auch noch ein Ticket. Ja. Und ist schön. Macht er jetzt ein paar Panoramaaufnahmen oder was? Schlussflug! Zack. Wow. Ich will halt... Wow. Ich muss sagen, mit dem Schaden, den wir bis jetzt erlitten haben, geht's eigentlich. Also, es ist okay. Ups. Geh weg. Alter Vater, das war jetzt hier Todesinferno. Der zündet alles an. Ja, der ist jetzt bockig. Alter Vater, jetzt legt der hier wirklich los. Der will uns wehtun. Gerade sage ich noch, wir haben nicht so viel Schaden bekommen. Aber ich hätte es nicht sagen sollen. Ich hätte es nicht sagen sollen. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen schlecht positioniert gerade. Schon wieder? Ja. Und jetzt auch. Okay. Ja, so viel zu, er macht eigentlich nicht viel Schaden. Wir haben jetzt ungefähr noch so viel Leben übrig, wie wir gerade an Schaden vorher hatten. Also, ja, ihr wisst schon. Komm, ihr zack. Oh, nein. Oh, gut, dass du vor mir zum Stehen kommst. Brav gemacht. Das ist schon wieder, kann der uns... Hä? Sind wir so männlich und krass, dass er uns nicht wegschubsen kann? Oder was? Ich weiß es nicht. Ja, Yagi, steh mit dem Weg rum. Da, aus dem Weg. Und jetzt hier Schwert ausgepackt. Das geht durch wie Butter, ey. Ohne irgendwelche Probleme. Einfach durchschneiden. Junge, Junge. Ja, das Feuer macht dann doch schon einiges an Schaden. Jetzt stellt euch vor, ihr habt eine Rüstung, die nicht so krass gegen Feuer geschützt ist. Dann rumst das Ding schon ordentlich rein. Jetzt kommt, macht der natürlich hier Feuer... Oh, was macht der denn? Hat der sich gerade hier einen Feuerweg gebaut? Damit das schön warm hat auf dem Weg nach Hause? Nein, bleib hier! Arsch! Nun denn. Der haut ab. Wohin haut er ab? Ist jetzt die Frage. Er haut... dahin. Und ab geht die Post. Hä, wo fliegt dann jetzt hin? Aber es ist auch schön, dass wir auf der Karte sehen, dass er fliegt und so. Also, dass dann seine Flatterflügel ausgebreitet sind. Und er ist rot. Heißt das, dass er sauer ist? Vermutlich. Ich finde das eh ziemlich cool, dass wir halt so viel mit der Karte gemacht haben. Oh, da kommt er angeflogen. Na, hast du Hunger? Willst du hier ein kleines Steak essen? Ein kleinen Snack? Und wieder schlitzen. Einfach schön. Rein mit dem Schleim. Durch. Und der Flügel ist auch kaputt. Autsch. Autsch! Wir werden voll rumgeschubst. So nicht, mein Freund. Und wieder rein mit dem Schwert. Gut, das Ausweichen hat geklappt. Da, voll auf den Kopf. Ja, wie auch der normale Rathalos ist auch der hier ultra empfindlich auf seinem Kopf. Wenn ihr dem die ganze Zeit auf den Kopf brezelt, tut ihm das richtig weh. Ist ja jetzt nicht unbedingt bei allen, sondern so. Also so ein Barot, der ist da nicht so zimperlich. Ich schmeiß mir nochmal einen Tank ein. Ich überlege, ich habe hier leider gar keine Steaks gebraten, glaube ich. Autschen. Au. Böser. Böser Rathalos. Aus. Genau so ist fein. Mach Platz. Mach fein Platz. Mann! Ich wollte ihn irgendwie noch daran hindern, wegzuflattern. Ja, er kann halt, glaube ich, auch den fiesen Griftangriff. Und da ist er aus der Luft geholt. Na gut. Dann halt hier. Bisschen durchballern. Ja, dem hat echt Schaden, glaube ich. Ich glaube, der ist nicht so froh mit seinem Leben gerade.
Wir sind noch auf grüner Schärfe. Er sabbert jetzt. Ich bin aber versucht, jetzt schon meine Waffe nachzuschärfen. Weil man halt, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man immer auf maximaler Schärfe bleiben. Einfach weil es halt wirklich viel mehr Schaden bringt. Und wenn es nicht durch die Schuppen und Rüstung von den Monstern geblockt wird. Und auf den Kopf. Ja, ich werde noch versuchen, ihm den Schwanz abzuschlagen. Hat sich nur bis jetzt als nicht so... ja, es gab noch keine richtige Gelegenheit dazu. Ihr habt ja gesehen, ich habe immer wieder, wenn es möglich war, bin ich da hingegangen und habe ein bisschen versucht draufzuhauen. Aber gerade ist der hier wie blöd am Rumrennen. Der ist so fertig, dass er total desorientiert nur von links nach rechts rennt. Oh oh. Und... ja, komm. Immer wenn ich zu seinem Schwanz gehen will, dann flattert er halt weg. Und noch ein Trank hinterher. Ja, komm. Und... sehr schön. Aha, komm schon. Mann! Sehr schön, der Schwanz ist auch ab. So, und... dann hier noch ein bisschen auf den Kopf gehauen. Komm, hol mal dich aus der Luft. Nee, brauchen wir gar nicht. Ja, aber jetzt, komm. Ich treffe den Kopf nicht. Sonst würde ich ihn aus der Luft holen. So. Zum Schwert umgebaut. Und reingestochert. Mit Explosion, sehr schön. Das klappt doch wie am Seil, Schnur, Moped halt. So, und der hat gerade auch sich schon so humpelnd bewegt, also theoretisch ist er jetzt verpackbar. Könnt ihr jetzt einpacken, könnt ihr ein Paket packen und Aufkleber drauf und dann als Weihnachtsgeschenk verschicken oder so. Der sollte jetzt fangbar sein und wir werden auch fangen. Weil ich nämlich sein Zeug mehr haben will. Und ja, fangen bringt halt immer mehr. Und ich habe da Bock drauf. Weil ich gerne eine Rüstung von dem hätte, weil die ziemlich cool aussieht. Ich meine, die sieht halt so ähnlich aus wie die jetzt hier. Wenn nicht sogar fast genauso. Nee, ich glaube so ähnlich. Tatsächlich so ähnlich nur. Und sie ist halt so cool azurblau. Und das fetzt. So, ich traue dem jetzt aber noch nicht so. Dass der jetzt hier bleibt, ich weiß nicht, ob er nicht gleich weiterfliegen wird. Aber ich sag mal... wow. Ich sag mal, selbst wenn, dann geht er hier hin. Autsch. Er ist vielleicht sogar schon ein bisschen weit hier an den Rand gesetzt. Aber ich warte jetzt mal einfach hier. Jawohl. Und eins, zwei und gefangen, Leute. Das war der Azurathalos. Das ging ja jetzt echt super schnell. Ja, wir sind halt auch ein bisschen krass stark gerade. Kann man schon so sagen. Aber gut, dann kann ich noch ein bisschen faseln. Achso, wir brauchen ihn jetzt gar nicht looten. Dann würde ich sagen, Leute, kommt her. Ja, fein. Und... Dancing Time. Sehr schön. Ich liebe das, wenn man Monster fängt. Das ist einfach toll. Dann liegen sie nämlich viel besser da. Meistens. Die mit hier, das ist hier richtige Techno-Elektro-Superparty, ey. Also wegen dem Strom. Versteht er? Ja, versteht er das? Das ist natürlich, ja, hier einfach schlecht. Egal. Wir jubeln jetzt hier noch, bis das Ding von hinten ist. Von hinten ist vorbei ist. Jetzt seht ihr das auch mal von hinten. So. Und fertig. Durch ist die Quest. Schauen wir mal, was wir bekommen haben. Bin ich gespannt. Ob wir viel oder wenig bekommen haben. Ich weiß es nicht. Sieht nicht schlecht aus. Wir haben auch relativ viel normales Rathalos. Wow, 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 wow. Wir haben zwei Rathalos-Platten bekommen. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Rückenmark? Ist auch super selten. Rückenmark ist halt auch echt selten, ne?
Hier nochmal das Mark, also schon ziemlich, also wir haben seltene Low-Rank-Materialien bekommen. Die Platten kann man aber eigentlich immer ganz gut gebrauchen, gerade wenn man sich Waffen hochziehen will. Dann hier halt ein bisschen Zeug vom Azur-Rathalos. Ist nicht verkehrt. Gute Ernte, würde ich sagen. Definitiv eine gute Ernte. Gucken, was hier in den kleinen Überraschungseiern drin ist. Schwimmen und minus Feuerabwehr und Drachenangriff und Gift plus 7. Den packe ich mal in die Box. Warte mal, den und den nicht. Ja, schwimmen, besser schwimmen können und dafür irgendwie mehr gegrillt werden, ist jetzt nicht so nice. Das war auch ein Rekord für den kürzesten. Tja, was soll man dazu sagen? Das war der Azur-Rathalos. So, und dann stehen wir... Genau, dann wäre die nächste Quest, die ansteht. Der schwarze Diablos. Einfach zur Abwechslung, würde ich sagen. Und danach machen wir dann halt mal wieder so eine richtige große Moped-Quest. Also der Azur-Rathalos und der rosa, der Pink-Rathian. Oh, was haben die denn hier Schönes? Ach, auch noch Zeug. Fein, fein gemacht. So, und was hast du? Nichts. Und Tatscha? Was hast du so mitgebracht? Honig und Dung? Ist ja auch nicht verkehrt. Gurgelstachel, Renoplos-Panzer und Indigo-Hauer. Sehr schön. Wieso eigentlich Indigo-Hauer Plus? Sind die nicht immer Plus? Ich meine, den gibt's ja nur im High-Rank. Das ist ja von dem... Schnee nicht, sondern von dem... Sandbariot. Genau. Komisch. So, ich rede mal hier noch kurz mit denen. Ja, genau. Achso, aber die sagen jetzt halt hier nur die ganze Zeit so Zeug, was ein bisschen spoilerhaft ist. Und ich meine, auch wenn die Story bei Monster Hunter nicht unbedingt das Wichtigste ist. Ich guck mal kurz hier. Aber trotzdem ist es ja schön, nicht gespoilert zu werden. Wir werden die Story halt hier trotzdem durchziehen. Ich werde sie dann halt so quasi ein bisschen stellen müssen. Also die Cutscenes reinpacken und euch ein bisschen was erzählen, weil so halt die Gespräche ja nicht mehr zustande kommen, ist ja klar, aber was soll's. Ich habe hier auch wesentlich mehr Rohstoffpunkte, wie ihr seht. Hab mir auch, also es ist halt mein Hauptaccount, das heißt, ich habe auch das ganze Zeug ausgebaut. Deswegen schicke ich hier auch fein. Oh, jagen. Jagen ist immer am besten. Schicke ich die auch hier fein los. Man hat auch eigentlich, wenn man immer ein bisschen im Mogawald farmt und immer genug Rohstoffpunkte hat, hat man eigentlich nie Geldprobleme. Also weil es ist einfach so easy mit den Fischern hier, wenn die ganze Zeit so Stahl, Silber und Goldeier gibt. Wenn die mitbringen und dann halt noch so ein bisschen anderes Zeug, dann kann man so viel Geld machen. Einfach so viel. Gut, ich gucke jetzt nochmal nach der Rüstung, damit ich euch die vielleicht kurz zeigen kann. Ja, ich ziehe die Folge jetzt ein bisschen, aber was soll's. Rathalos Seelenhelm. Ja doch, sieht eigentlich so ziemlich genauso aus, ne? Aber er ist blau. Könnten wir jetzt auch schon bauen. Immerhin wäre das nicht schlecht. Aber ihr seht schon hier, meine Rathalos Rüstung befindet sich hier so. Und es geht noch drei Seiten, also sagen wir zwei Seiten einfach weiter mit stärkeren Sachen. Und hier die schönste der Rüstungen überhaupt, die Uragan-Rüstung. Hat sich die nicht sogar jemand gewünscht? Ich weiß es nicht. Aber stimmt! Stimmt, ich kann jetzt eure Wünsche wirklich angehen. Ihr könnt auch, um das nochmal zu sagen, ihr könnt auch wirklich auf euch wünschen, was ich... Warte mal. Achso, das ist jetzt vom Rosa Rathalos. Ne, vom Rosa Rathian. Und hier wäre dann der Seelenpanzer. Der sieht halt auch nochmal nice aus. Ja, und Arme und so ist halt nicht so relevant, ne? Aber wir gucken uns die Hüfte nochmal an. Seelenhüftring. Genau. Alles klar. Genau, ja, ihr könnt euch auch gerne wünschen, also nicht nur Waffen und Monster, sondern ihr könnt euch auch halt wünschen, was... Waffen und Rüstung. Was für Monster ich dann damit mal machen soll. Also, wir können das Ganze ein bisschen so challenge-mäßig aufbauen. Und ich werde auch wahrscheinlich noch Monster Hunter Challenges oder so machen, wenn ich zwischendurch Zeit habe. Aber ich versuche erstmal, Monster Hunter so ein bisschen durchzukriegen.
und werde Monster Hunter, glaube ich, aber nie wirklich aufgeben. Ich werde immer mal wieder was machen, einfach weil das halt eine meiner Lieblingsspielreihen ist. Und ja, wünscht euch einfach, was ihr wollt, wünscht euch irgendwelche bekloppten Rüstungen und Waffen dazu und dann wünscht euch einen Uragan und ich mache den mit 2 Zahnstochern oder so, was weiß ich. Ich werde mir Mühe geben, aber die Quests werden dann wahrscheinlich auch lange dauern. Aber für euch mache ich das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir wahrscheinlich den schwarzen Diablos, heißt der so? Ja, der heißt eigentlich nur schwarzer Diablos. Wenn wir den dann angehen, den Mitternachtswahnsinn, so heißt die Quest. Und ich freue mich aufs nächste Mal und sage bis dahin.